There's a familiarity to the scent in the air and the firmness beneath my feet. Hmm. Now, time for a change of pace. Where should we go? To the liveliest place in town! Hey und herzlich willkommen zu Feuertopf Gaming. Ich bin Nosa und es ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Es tut mir leid, ich habe einen Job bekommen und das habe ich schon mal gesagt. Und es ist anstrengend. Anstrengender, als ich es mir vorgestellt habe. Also, weil ich 4 Stunden Fahrt habe täglich. It's a far cry from how I remember it. Ist das der aktuelle Markt? Er ist weit entfernt von dem, wie ich ihn in Erinnerung habe. Oh, the stores have changed, and so have the vendors. Ja, klar. Well, that's to be expected. Die Läden auf den Straßen und die Menschen, die Geschäfte machen, nun, sie sind sicherlich nicht mehr das, was sie einmal waren. It's the Shogun. Ah, es ist der Shogun. What is the almighty Shogun doing here? Warum ist sie hier? Isn't the Shogun sick? This is quite sudden. Sie ist doch krank. Warum? I appear to have frightened the people. Es scheint so, als ob die Leute hier Angst haben. Ob sie den Leuten hier Angst gemacht hat. Ach so. Es scheint, als ob sie den Leuten hier Angst gemacht hat. Well, what did you expect? The almighty Shogun makes an impromptu appearance in town? People are gonna freak out a bit. Okay. Paimon! Immerhin ist es der große Shogun, der aus dem Nichts aufgetaucht ist. Das kann einen schon ein paar in Panik versetzen. Oh, Paimon ist immer noch drin. Paimon! Ja, da! Paimon, da, da! Aber ich habe nicht mit einer so großen Reaktion gerechnet. Macht der Shogun nicht normalerweise hier seine Runden? The streets is the Tenryo Commission's job. The Shogun has a lot of information to process and orders to give out. She doesn't have time to deal with it herself. Okay. Das Patrouillieren der Straße ist eine Aufgabe, der sich die Tenryo-Verwaltung verschrieben hat. Und der Shogun wird bei der Menge an Informationen, die sie verarbeitet und Befehle, die sie erteilen muss, keine Zeit haben, dies selbst zu tun. Additionally, the Shogun has no need of recreation. There would be no need for her to come here just to pass the time or to relax. Der Shogun muss sich auch nicht ausruhen. Natürlich gibt es auch keinen Zeitvertreib und keine Entspannung für den Shogun. So, what do we do now? Should we go away for a while and make a more low-profile return later? Na, was machen wir jetzt? Sollen wir gehen und später wiederkommen und uns auffällig verhalten? Unauffällig verhalten? Why? It's not like I'm here to cause trouble. Let's just relax. Warum? Es ist nicht so, dass ich hier bin, um Ärger zu machen, sondern um mich hier wohlzufühlen. Okay. It was more the ordinary people that Paimon was worried about. Die Sorge, naja, ich kümmere mich, oder ich sorge mich eher um die normalen Menschen hier. Never mind. This definitely seems like your style, eh? Egal, sie ganz, ist wirklich eher so dein Ding. Es sieht ganz nach dir aus, ey. So, weiter. People still use Mora in commercial transactions, I assume. Ja. Yep, same as ever. Just as shiny and just as hypnotic. Wait a second. Hey, are you saying you don't have any Mora either? Of course I don't. There is no need for commerce in the plane of Euthymia. If I ever need something, I can simply have one of the commissions bring it to me. Wait, what do you mean, either? Anyway, people seem to be behaving in a very orderly fashion. I don't see the liveliness you spoke of anywhere. People aren't exactly gonna let their hair down in front of the almighty Shogun. What is this doll selling? I don't believe I've ever seen this before. Olga? Wir gehen essen. Ich hoffe nur, dass die Story nicht ganz so unheimlich schrecklich lang ist, weil, ich würde gern den Abgrund fertig machen.
Und das ist auch immer ziemlich storylastig und alles. Na, gucken wir mal. Shogun, I, excuse me. Shogun, entschuldige. It's all right. Relax. I'm just here to look around. I'm having a change of pace today. Das ist in Ordnung. Kein Grund, so höflich zu sein. Ich bin heute hier, um meine Stimmung zu heben und mich einfach umzusehen. Could you tell me about the items you're selling? Kannst du mir mehr darüber erzählen, was du verkaufst? Of course. I've got all kinds of snacks here. Takoyaki, Dango and milk and so on. Natürlich ist das kein Problem. Ich verkaufe hier alle möglichen Snacks, von Tintenfischbällchen über Klößchen bis hin zu Milch und so. Milk? Sounds kind of like the odd one out. Milch klingt ein bisschen seltsam. It might sound odd, but it is in fact my specialty. Was du als seltsam bezeichnest, ist eigentlich eine Spezialität. You see, many of the stores in town are already very well established. I couldn't compete with them, no matter what I sell. Weil es so viele alteingesessene Geschäfte in der Stadt gibt, kann ich bei allem, was ich verkaufe, nicht mit ihnen konkurrieren. So my idea was to create some new combinations to give customers a novel experience. Mein Ansatz ist es also, einige neue Kombinationen zu schaffen, um den Kunden ein neues Erlebnis zu bieten. For example, my latest concoction is this dango milk. When the dango are worked into a viscous form, they mix very nicely with the milk. Meine neueste Entwicklung ist zum Beispiel diese Kloßmilch, bei der die Klößchen sehr klebrig gemacht werden und sich gut mit der Milch vermischen. The focus is not just the taste, but also the unique texture. Die Hautattraktion ist nicht einfach der Geschmack, sondern die neuartige Textur. Oh, Dango with milk. I've never heard of it. What made you want to do this? Klößchen mit Milch? Naja, davon habe ich noch nie gehört. Wie kamst du auf die Idee, das zu tun? I'm sorry, Shogun. I've got no bone to pick with eternity. Entschuldige, Shogun. Ich habe nichts gegen die Ewigkeit. I said relax. There's no need to go treading on eggshells. Do you really think the eternity I pursue is something that can be shaken by dango and milk? Ich sagte, es gäbe keinen Grund, zu höflich zu sein. Und es gäbe auch keinen Grund, zu ängstlich zu sein. Ist die Ewigkeit, die ich will, etwas, das von Klößchen und Milch abhängt? Huh. Why do I feel like she's different than I expected? Warum fühlt es sich an, als wäre der Shogun, von dem alle sprechen, anders? Actually, it came to me by chance. A friend was catering once and made too many dango, so they gave some to me. Eigentlich bin ich nur durch Zufall draufgekommen. Als ein Freund einmal Gast war, machte er zu viele Klößchen und gab mir etwas davon ab, weil er sie nicht aufessen konnte. But there were more than I had used for. My milk wasn't selling well at that time either. And both dango and milk have a short shelf life. Aber das war mir zu viel und die Milch verkaufte sich damals in meinem Haus nicht gut und weder die Klößchen noch die Milch waren lange haltbar. So I thought I'd try mixing the two as I had nothing to lose. To my surprise, in the right proportion, it tasted superb. In der Absicht, es auszuprobieren, mischte ich beides zusammen und zu meiner Überraschung schmeckte es in den richtigen Proportionen unerwartet gut. A chance combination. Hm, interesting. May I try this drink? Was Zufall? Naja, das ist ganz interessant. Kann ich eine davon haben? The Almighty Shogun wants to try? Well, certainly. And you two should try it too. Du bist interessiert, Shogun? Ja, natürlich. Nehm dir auch einen Becher. Nice. It's sweet. The sensation is not so different from eating a dessert. A unique beverage indeed. Süß und lecker. Es gibt auch eine snackähnliche Konsistenz, die neu ist. Yeah, it's definitely a drink, but it also feels like eating food. Oh, ich habe mich gerade erschreckt, weil... Holy cannoli. Ich glaube, Luna ist gerade online gegangen. Ja. Und, das, upsa. Ich muss mal kurz auf meinem Smartphone
Es wäre eigentlich witzig, den Chat hier reinzupacken. Muss ich die Reaktion später anschauen, okay. Ja, es ist offensichtlich, dass wir etwas trinken, aber gleichzeitig isst man auch. Oh, ich liebe solche Texturen, so. Bei Bubble Tea ja auch. Oder generell so ein Klötzchen. Luna antwortet mit, das Gefühl kenne ich. Aber ja, die Textur. Die Textur, ja, ich liebe so Textursachen sowieso generell. It's a little bit like porridge, but the resemblance is only superficial. Wie Haferbrei, aber offensichtlich gibt es keine Gleichwertigkeit. Anyway, I like it. Wie auch immer, ich mag es. I'm very glad you approve. Vielen Dank, Shogun, für deine Bestätigung. I imagine that an item as delicious as this Tongo milk must sell exceptionally well, no? So eine leckere Kloßmilch sollte sich doch gut verkaufen, oder? Well, I won't lie to you. Sales are very average. Ich werde nicht lügen, der Umsatz ist ziemlich gewöhnlich. Huh? So it's selling slowly? Why is that? Verkauft sie sich nicht. Gut. Warum? Because most people aren't willing to give it a try. They think it's an unusual combination. Even though everyone who's tried it before rates it highly. Weil viele Leute zögern, sie zu probieren und die Kombination seltsam finden, obwohl diejenigen, die sie probiert haben, gesagt haben, dass sie nicht schlecht sei. I'm not saying the Almighty Shogun has unusual taste. Please, don't take it the wrong way. Ich will nicht sagen, dass der Shogun einen seltsamen Geschmack hat. Bitte nimm es mir nicht übel. Ah, I see. Well, that can be fixed. I'll just have the Yashiro Commission order a few hundred cups and go door-to-door delivering them. Oh, das ist einfach. Lass die Yashiro-Verwaltung ein paar hundert Becher kaufen und sie von Tür zu Tür liefern. No. Almighty Shogun, that's too much. Nein, mein Shogun, das ist zu viel. Is it? I just want them to try it. It would be a shame for them to miss out on Dongo milk. Ist es das? Ist das zu viel? Ich will, dass sie es alle probieren, sonst wäre es zu schade. Nun. Du magst also Süßes. Of course. I've heard that most humans like desserts, so it's not unusual that I should enjoy them too. Miko agrees with me on this. Ich habe gehört, dass die meisten Menschen Süßigkeiten mögen, also ist es nicht verwunderlich, dass ich süße Leckereien esse, wie auch Miko sagte. Ich kann auch so, wenn ich sehe, dass sie... There's nothing like dessert for improving one's mood. Much more enjoyable than meditating alone all the time. Ah, Süßigkeiten entspannen wirklich die Stimmung und es ist so viel angenehmer als das Meditieren allein. By the way, Miko mentioned that she founded something called the Yai Publishing House to sell some sort of light novels. Übrigens hat Yai einmal zu mir gesagt, dass sie das Verlagshaus Yai gegründet hat, um etwas zu verkaufen. Kurze Erzählung, Light Novels. She's always bragging to me about it, but it's difficult for me to really imagine without seeing the place for myself. Can you take me there? Sie gibt immer damit an, aber ich habe wenig Ahnung. Genau die richtige Gelegenheit. Kannst du mich dahin da herumführen? Sure, let's go and have a look. Natürlich. Okay. Da drüben. Da kam wieder das Error. Wir machen auch das Verlagshaus und dann muss ich leider aufhören. Irgendwas war hier hinten.
höre auch was. Shogun! Shogun! Oh, almighty Shogun! What brings you to the Eye Publishing House? Do you have instructions for us? Gibt es eine Anweisung vom Shogun persönlich für das Verlagshaus Eye? No, not at all. Don't be so nervous. I'm just here to look around. Es ist nichts. Sei nicht nervös. Ich schaue nur mal kurz rein. Apologies. Kann ich lesen. I still don't quite understand. Are you here to look into the management? Or publishing regulations? Or fire safety measures? Entschuldigung, ich habe es nicht ganz verstanden, aber ist es ein Verwaltungsproblem oder ein Veröffentlichungsproblem oder ist es ein Brandschutzproblem? She just wants to browse your books. Shogun will nur ein Buch lesen. The almighty Shogun wishes to read light novels? Der Shogun möchte Kurzerzählung lesen? Yes. Any recommendations? Genau. Kannst du da etwas empfehlen? The Eye Publishing House's novels are mostly targeted at the general public. And the content is all kinds of strange. I'm not sure we have anything quite to the almighty Shogun's taste. Romane vom Verlagshaus, ja, sind hauptsächlich für die Allgemeinheit gedacht und der Inhalt ist sehr seltsam. So, dass viele von ihnen vielleicht nicht nach Ihrem Geschmack sind? I'm just here to try something new. There's no fun in reading the same kind of thing over and over again. Relax. It's just words on a page, isn't it? Sie hat could I misunderstand, so viele really? Dicke Haare. Holy cannoli. Es ist nur eine Probe. Es ist nicht interessant, wenn alles gleich ist. Keine Sorge, solange es eine Geschichte ist, die in Worten geschrieben ist, kann ich es verstehen. In principle, you're absolutely right. It's just... Nun, normalerweise ist es so. It'll be fine. If there's anything the Shogun doesn't understand, we'll explain it to her. Es macht nichts, auch wenn du etwas nicht, verstehst. Wir erklären es dir. Sie wird sich nur umsehen. Okay, then. Please proceed to the bookshelf over there. It has all the latest bestsellers. Dann, bitte geh zu dem Bücherregal dort drüben. Das ist voll mit brandaktuellen Titeln. There are some winning entries from the This Novel is Amazing competition. I've just finished compiling them into a saleable form. Darunter sind auch Gewinnerwerke von Das ist ein Wahnsinnsroman, die ich gerade zu einer Version zum Verkauf zusammengestellt habe. Don't take them too seriously. It's all just a bit of fun. Nimm es nicht zu ernst, habe einfach Spaß. Okay, let's go then. Okay, lass uns gehen. Oder? Haben wir ein Buch? Huh. Nee. How can this be? Did I underestimate the caliber of this material? Nun, wie ist das passiert? Habe ich meinen Gegner überschätzt? Was? I know every individual word in these books' titles. So why is it that they make no sense to me in these particular combinations? Was ist diese Übersetzung? Ich kenne die einzelnen Wörter in diesen Büchern, aber warum werden sie unlesbar, wenn sie miteinander verbunden sind? Take this one for example. The good thing about being reincarnated as a hilly churl is that I only need to eat Sunsetias to become stronger. Das ist wirklich ein Light Novel Titel. Ich liebe ja so. Das ist ja ein Trend geworden. Und ich muss zugeben, ich finde ihn immer noch witzig. Und es gibt ja teilweise richtig lange. Keine Ahnung. Zum Beispiel, wenn du als Hilichurl wiedergeboren wirst, kannst du immer stärker werden, indem du Dämmerfrüchte isst. Ich hätte es jetzt gesagt, als ich als Hilichurl wiedergeboren wurde, kann ich immer stärker werden, indem ich Dämmerfrüchte esse. It's so long. Es ist so lang. Is it true that Hilichurls grow stronger from eating Sunsetias? Well, surely it should be some sort of meat, at least. Kann ein Hilichurl wirklich stärker werden, nur indem er Dämmerfrüchte isst? Zumindest sollte es doch Fleisch sein. It's just a narrative device. Es ist nur ein erzählerisches Mittel. Narrative device. Erzählerisches Mittel. Rein erfunden. So it's made up?
What's the point of that? Without being grounded in reality, how can the story be believable? Es ist also erfunden. Warum? Kann eine Geschichte wirklich ohne ein Gefühl von Authentizität geschrieben werden? Also, I'm fairly certain that Hillychurls can't write stories. So, does this author claim to be documenting Hillychurl life from an outside perspective, perhaps? Das ist das Gefühl. Ich kenne wirklich solche Leute. Und einer von denen habe ich wirklich eine Boys Love Dummy Novel angedreht. Und es hat gut geklappt. Seltsamerweise. Außerdem glaube ich nicht, dass die Hillychurler die Fähigkeit haben, Geschichten zu schreiben. Dokumentiert der Autor das Leben der Hillychurler? Paimon's starting to understand Kuroda's reservations right about now. Ich kann verstehen, warum Kuroda sagte, der Shogun wäre verwirrt. Zu modisch ist etwas, das nicht in der Ewigkeit zu finden ist. How about we choose for you? We can pick out some novels that are easier to understand and give you the scoop. Wie wär's, wenn wir beide bei der Auswahl helfen und die Romane heraussuchen, die leichter zu verstehen sind, bevor wir dir davon erzählen? Alright then. I believe myself to be relatively well-read, but with stories like these, I don't even know where to start. Ich glaube, ich habe viele Bücher gelesen, aber ich weiß gar nicht, worauf ich mich konzentrieren soll, wenn ich Geschichten wie diese lese. I have high hopes, though. This seems like Miko's style, so I'm sure the stories are very entertaining. Aber ich freue mich trotzdem darauf. Es fühlt sich sehr nach dem Stil von Miko an. Alright, leave it to us. We'll be back in a jiffy. Dann überlass es uns. Nur einen Moment. This could be a pretty tough job. Let's see what we're up against. Okay, Kampfkunstroman von Liwe. Der Titel des Buches lautet »Das Leben hat mich zum Kämpfer gemacht, obwohl ich nur Schriftsteller sein wollte«. Das Buch ist ein Kampfkunstroman, der in Liyue spielt und sich auf die offenen und dunklen Rivalitäten zwischen den Banden konzentriert. Der Protagonist hat den Ehrgeiz, ein gewöhnlicher Autor von kurzen Erzählungen zu werden, der gegen niemanden kämpfen möchte, wird aber wegen seines einzigartigen Kampfsporttalents in eine Rivalität hineingezogen. Das Verkaufsargument der Geschichte ist, dass der Protagonist nie einer Seite beitritt, aber immer wieder für einen geheimen Meister einer Seite gehalten wird. Die verschiedenen Kämpfer, die den Protagonisten als imaginären Feind sehen, bringen immer wieder alles durcheinander, während der Protagonist mittendrin ist, aber nie seine ursprüngliche Absicht, Romanautor zu werden, aus den Augen verliert. Was für eine seltsame Person, warum muss er unbedingt der Autor sein? Wenn er so stark ist, kann er leicht die Nummer 1 in der Kampfkunst werden. Was zählt, ist der Prozess. Der Wille der Hauptfigur ist sehr wertvoll. Du hast einen Punkt. Und ein Charakter, der so determined to follow their ambition, ist likely to appeal to A, right? Ergibt euch Sinn, jemand, der seine Wünsche durchsetzt, sollte A sympathisch sein, nicht wahr? Okay, lies einen Liebesroman. Der Titel des Buches lautet Das chaotische Drama oder die Geschichte meiner jugendlichen Liebe. In diesem Buch geht es um eine Liebesgeschichte zwischen dem mittelmäßigen Helden und 7 schönen Mädchen. Okay. Das Werk schildert den Alltag dieses Protagonisten in chronologischer Abfolge mit etlichen kleinen Momenten, die dich zum Schmunzeln bringen. Der Schreibstil des Autors ist solide, die Formulierungen fließen gut und der Charme der einzelnen Figuren wird perfekt dargestellt. Allerdings bricht die Geschichte in einem entscheidenden Moment ab, als die Jugendfreundin des Protagonisten im Begriff ist, seine Liebe zu ihre Liebe zu erklären. Yes, man, this is spannend. But Paimon can tell this girl has loved the main character with all her heart since childhood. Es ist nur ein flüchtiger Glück, aber dieses Mädchen ist damit aufgewachsen, die Protagonisten zu lieben und alles zu geben, was sie hat. Ich hoffe, sie wird glücklich sein. Ich hoffe, dass der Autor ihr Glück schenken wird. Yeah, it's just a novel. But please let the author have a heart, please. Oh, richtig, oh, es ist ja immer nur Fiktion. Oh, ich hoffe, der Autor ist ein guter Mensch. The plot is really gripping. But would A really understand this kind of mortal romance? Die Handlung ist ziemlich faszinierend, aber kann A diese Art von menschlicher Romanze verstehen? Wahrscheinlich nicht. Also ich bin noch bei dem ersten. So. Der Titel des Buches lautet Wiedergeboren als Shogun Raiden mit unbegrenzter Macht.
Nee, den machen wir also nicht. In diesem Buch geht es um den Protagonisten, der unter der Donner des Sakura vom Blitz getroffen wird und sich tatsächlich in Shogun Raiden verwandelt, als er seine Augen öffnet. Der ursprüngliche Protagonist wurde immer schikaniert und konnte nichts richtig machen, aber nachdem er Shogun Raiden wurde, hat er unbegrenzt viel Kraft und Macht. Diese Pointe der Geschichte ist wahrscheinlich dieses Gefühl der Erhabenheit und das allmächtige Wachstum und die Transformation des minderwertigen Inneren selbst. Aber nachdem er schon Shogun Raiden geworden ist, wie wird er sich der Rest der Geschichte entfalten? Es gibt also eine solche Handlung, kein Wunder, dass Kuroda Angst hat. Paimon thinks it might be best not to bring this one up with A. We might get the author in trouble. Ich denke, es ist besser, A, diese Geschichte nicht zu erzählen, sonst kann der Shogun die Verantwortung gezogen werden. Aber es verdirbt nicht den Ruf des Shogun. Ich halte es für erfrischend und innovativ. Turned into Paimon and did a bunch of stuff this Paimon would never do, Paimon would feel really uncomfortable. Paimon würde sich sehr unwohl fühlen, wenn sich jemand in Paimon verwandelt und viele Dinge tut, die Paimon gar nicht tun würde. Okay. That's all of them. Let's try to explain them to A. Wo ist sie? Stop adding weird abilities to the characters. Ah, da. Hallo. Und danach müssen wir aber. Euren Gesichtern nach zu urteilen, müsst ihr eine gute Geschichte gelesen haben. Der Kampfkunstroman von Liyue. Du hast Futter. Du brauchst nicht zu. Are people in Liyue really so complex these days? Sind die Herzen der Menschen in Liyue heutzutage so kompliziert? Even though the protagonist refuses to acknowledge his innate talents, he has a rare dedication to justice. Der Protagonist ist ein Mann von seltener Gerechtigkeit, auch wenn er sich seinen Gaben nur widerwillig stellt. Does he have plans to visit Inazuma? If so, I will instruct one of the commissioners to bring him to me on his arrival. I would very much like to spar with him. Wo ist er jetzt? Hat er vor, nach Inazuma zu kommen? Ich möchte, dass die Verwaltung ihn einladen, gegen mich zu kämpfen. He's a fictional character. He doesn't exist. Er ist eine fiktive Figur, die existiert nicht in der Realität. What about the antagonist, though? Don't you have any thoughts about their part in the story? Sind die Bösewichte, die uns mehr Sorgen machen sollten? Hast du keine Meinung zu dem, was die Bösewichte tun? The antagonists? You mean all the people who behaved foolishly? What can I say? They're bad people, and they all got what they deserved. End of story. Die Bösewichte, diese dummen Leute, richtig? Alles schlechte Menschen, die am Ende nur das bekommen, was sie verdienen. A doesn't seem interested in the supporting characters at all. Ich frag mich, was Luna gerade spielt. Ich nehme an Final Fantasy, wenn ich so gucke. Keybinds, deswegen. Es scheint, dass er sich überhaupt nicht für die Nebenrollen interessiert. So, what do you think of Yai Publishing House's light novels, eh? Und was hält er von den kurzen Erzählungen vom Verlagshaus Yai? Do you like the stories we picked? Sind die Geschichten, die wir ausgewählt haben, nach deinem Geschmack? What I take from these stories is not so much the content itself, but what they represent in terms of the effects of time upon Inazuma. Was ich an der Geschichte mehr spürte, war der Abdruck, den die Zeit in Inazuma hinterlassen hat. When I decided to isolate myself in the plane of Euthymia, there was no Yai publishing house and certainly no stories of this kind. Zu der Zeit, als ich mich entschied, tief in den utopischen Gefilden zu leben, gab es so etwas wie ein Verlagshaus Yai nicht, geschweige denn eine Geschichte wie diese. In accordance with my wishes, the Shogun did her best to create an eternal nation. A nation that in theory, should remain entirely unchanged over time. Der Shogun folgte meinem Willen und tat ihr Bestes, um ein ewiges Reich zu schaffen, ein Reich, das unverändert bleiben sollte. But the fact is that both the food and the stories have changed with time. Aber jetzt sind sowohl das Essen als auch die Geschichten ganz anders. Menschen suchen von Natur aus nach Veränderung. I disagree with your point of view. That's what I would say if we were still in the plane of Euthymia.
Ich stimme nicht mit dir überein. Wenn wir noch in den utopischen Gefilden wären, hätte ich das so geantwortet. But the truth is right here in front of my eyes. And I can't deny it. Aber die Fakten lagen direkt vor mir und ich war nicht in der Lage, gegen den Status quo zu argumentieren. And that's exactly why we brought you out. To take a look around and get some fresh ideas. Gerade um dir neue Ideen zu geben, haben wir dich eingeladen, hier rauszugehen. Sure, it's not the same as you remember, but one way or another, people are loving life in the present. That's gotta be a good thing, right? Klar, es ist nicht mehr so, wie du es in Erinnerung hast, aber wir alle lieben unser Leben jetzt und diese Liebe kann doch nicht falsch sein, oder? Yes, you're right. I'm wary of any and all change. But I do not wish for my pursuit of eternity to stop human lives from changing for the better. Nun, wie du sagtest, ich bin misstrauisch gegenüber allen Veränderungen, aber ich möchte nach der Ewigkeit streben und auf keinen Fall die Menschen daran hindern, immer besser zu werden. Thank you for inviting me out. This trip has been quite eye-opening for me. Glücklicherweise hatte ich das Glück, deine Einladung zu bekommen und ich hatte eine sehr ergebnisreiche Reise. Kein Grund, so höflich zu sein. Ich bin nur auf eine gute Zeit this aus. This may be an everyday occurrence for you, but for me, this trip has been quite an occasion. Das liegt daran, dass du es gewohnt bist, nehme ich an. Für mich war die Reise ein unvergessliches Erlebnis. I've seen a lot, and it's made me think a lot. I really can't praise it highly enough. I hope I will remember it for a long time to come. Das Outfit ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Es tut mir leid. Es tut mir leid, das Outfit an sich. Macht's doch ein bisschen länger. Macht dann kurz ein Kimono draus. Auch mit den Ärmeln. Warum sind die... Warum Ärmel bis dahin? Kurzärmelig und dann trägt sie noch... Ist das ein Body? Trägt sie ein Body und darüber ein Kimono-Oberteil? Oder was ist... Wo kommen die Dinger her? Das hier. Wo kommen die Dinger alle her? Ja klar, das da, das gehört zu ihrem Obi. Das ist auch zu ihrem Obi. Das ergibt keinen Sinn, dass das in ihrem Obi drin ist. Weil das gehört noch zum... Obwohl, vielleicht schon. Das müsste eigentlich dann Teil des Oberteils sein. Das heißt, das Oberteil geht bis hierhin und darunter hat sie noch irgendwas an. Warum ergeben diese Klamotten nie Sinn? Okay. Ich habe viel gesehen und viel gedacht. Ich kann es nicht genug loben. Ich kann nicht genug darauf zurückblicken. Also Erinnerungsbild? Oh, great idea! Ace had a wonderful time and a photo is the best way to remember it. Ja, da Edas mag, machen wir ein Andenken. Take a photo? Once again, I'm faced with a combination of words that makes absolutely no sense to me. Ein Erinnerungsbild. Warum tauchen immer wieder Wörter auf, die ich noch nie gehört habe? It's okay, come with us. We'll find a scenic spot and show you what we mean. Schon gut, komm mit uns, du wirst sehen. Okay. Das Foto machen wir nächste Woche. Oder wahrscheinlich nehme ich das einfach. Also heute habe ich keine Zeit mehr. Vielleicht kriege ich es morgen hin. Sonst nächste Woche. Lass dich nicht von der Bettwanzen beißen. Hab einen schönen Abend. Winke, winke. Bye, bye. Thank you.